Was ist denn eigentlich mit all den Covidioten? Gehören die nicht schon längst bei uns verboten? In unserer Meinungsdiktatur, ich meine Meinungskultur, in unserer Demokratie, die gerade so gut ist wie noch nie. Was müssen unsere Kinder noch ertragen? Gehören wir schon Maulkorb und bloß nichts hinterfragen? Macht den Lappen vors Gesicht, ob es Sinn macht oder nicht? Ist eine milde Erkrankung, das ist eine Erkältung. Wie, was, warum, wer hier Fragen stellt, ist dumm. Oder rücksichtslos, oder Nazi, Aluhut oder alles zusammen, denn wir glauben an den Drosten und lassen uns das so richtig gut was kosten, denn nur er weiß, wie es geht, auch wenn es kein anderer versteht. Und mit den Zahlen vom RKI bauen wir uns eine. Alle Welt redet von den infizierten Zahlen. Das ist aber noch nie das Kriterium für eine Pandemie gewesen. Denn wir glauben an den Drosten. Und möge es uns was auch immer kosten, darf die Wirtschaft im Bankrott und die Wahrheit aufs Schafott. Die Regeln, die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Emotionen aus der Dose, die Gesellschaft in Hypnose. Dass jeder irgendjemanden kennt, der aufgrund des Coronavirus gestorben ist. Psychose, Maske auf. Dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Die Kanzlerin sorgt sich um ihr Volk. Erfolg. Zum Schutz der Philanthropen. Schön, dass der Rubel rollt. Endlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Und Bill und Jeff, die freuen sich schon auf die nächste Billion. Und wer da etwas recherchiert, wird zunehmend frustriert. Wir glauben schnell, das kann alles nicht sein. Da würde ja die Fachwelt lauthals schreien. Das tut sie auch, man hört sie nicht, weil YouTube ihnen die Stimme bricht. Die Gedanken sind nicht wirklich frei im Medieneinheitsbrei. Wer selber denkt, ist ein Idiot. Wer zu laut denkt, ist schneller tot. Und jeder, der es beim Namen nennt, als Aluhut verbrennt. Wir glauben an den Drosten. Und auch Mutti sagt, klar, das wird viel kosten. Und weil der Mensch es halt nicht rafft, wird das Grundrecht abgeschafft. Wir internieren euch derweil, denn erst mit der Impfung kommt das Heil. So einen Impfstoff, den wir alle dann brauchen und den wir wollen. Und wir glauben auch an den Söder. Denn der wird mit der Pandemie auch immer beliebter. Und wenn der Klabauterbach dann spricht, fällt dir alles aus dem Gesicht. Wissen wir nicht, ob diejenigen, die geimpft sind, sich auch noch infizieren können. Schade, dass hier niemand misst, wie Angst und Gier das Hirn zerfällt. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken, aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt. Bald schauen sie dir ins Schlafgemach, messen dort den Abstand nach. Trag dir Mundschutz, treff dir Fremde, desinfiziert das Kind die Hände. Beim Einkauf, Fußball und Verreisen ist der Impfpass vorzuweisen. Fälschungssicher implantiert, die Krönungs-App vorinstalliert. Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen. Es geschieht alles nur zum Wohle des Volkes und eurer Gesundheit. Hey, so what? Solo für den Gesundheitsminister. Komm, wir sparen und seine 4 Millionen Euro.
Party. Komm, mach den alkoholfreien Shampoos auf. Oder für mich vielleicht doch lieber ein Leitungswasser. Künstler lebt vom Applaus. Und den gibt's ab jetzt nur noch zu Haus. Ob's dir wurscht ist oder nicht, dass die Kulturlandschaft zerbricht, so ein Lied wie dieses kommt dabei raus. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn auch. Und ja, bleibt im Herzen. Humor nicht verlieren. In diesen Zeiten. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.